Ein Unternehmen zu leiten ist nicht ganz einfach. Wenn man aber dann das Limit erreicht hat, die Zeit gekommen ist, dieses Unternehmen abzugeben, dann wird es nicht eben leichter. Unternehmensnachfolge ist eines unserer Themen heute. Das möchte ich jetzt besprechen mit Michael Polit. Er ist Geschäftsführer von Otter Consult und dort spezialisiert auf Unternehmensnachfolge. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie stellt sich denn die Lage ab und im Moment da? Stehen viele Unternehmen vor der Übernahme? Ja, man kann sagen, die Situation bei der Unternehmensnachfolge in Deutschland ist durchaus angespannt aktuell. Wir haben auf der einen Seite Unternehmer, die ihr Unternehmen vielleicht gerne abgeben würden, aber gewisse Hemmnisse haben. Und auf der anderen Seite aber auch potenzielle Nachfolger, die mit gewissen Hemmnissen und, sag ich mal, Belastungen verbunden sind. Jetzt ist es ja oft so, gerade bei kleineren Familienunternehmen, da übergibt der Vater an den Sohn oder die Tochter. Wie stellt sich die Lage dort dar? Ich sage mal, eine Nachfolge innerhalb der Familie im Familienunternehmen ist natürlich die Wunschlösung typischerweise des Familienunternehmers. Aber gerade dieser Punkt kann aufgrund dieser emotionalen Verbundenheit nochmal sehr, sehr heikel sein und bringt auch nochmal neue Komplexität mit rein. Man braucht immer zwei Seiten, sag ich mal. Wir brauchen einen Unternehmer, der offen ist für Veränderungen, der bereit ist, frischen Wind in sein Unternehmen zu lassen, das er über Jahre, Jahrzehnte erfolgreich aufgebaut hat. Wir brauchen aber auch einen Nachfolger, einen Sohn, eine Tochter, vielleicht einen Neffen, aber auch einen Mitarbeiter oftmals, der dazu bereit ist, die Rolle des Unternehmers zu übernehmen. Das ist mit sehr viel Risiken, Verantwortung, hohem Arbeitspensum verbunden. Und da stellt sich die Frage, ob der potenzielle Nachfolger auch bereit ist, das Ganze dann zu leisten und ob er es überhaupt leisten kann. Und ich stelle mir vor, das ist dann der Moment, wo Sie ins Spiel kommen. Was sind Ihre Aufgaben da, wenn Sie eine solche Unternehmensnachfolge, eine Übergabe begleiten? In erster Linie geht es darum, mit dem Unternehmer eng zusammenzuarbeiten und eine gewisse Selbstreflexion bei ihm hervorzurufen. Es geht um wichtige Fragestellungen. Bin ich zufrieden mit der aktuellen Situation? Wo will ich, dass mein Unternehmen in Zukunft hingeht? Und was stelle ich mir generell vor, wie es weiterhin laufen soll? Also dieser Prozess des Unternehmers mit sich selbst ist oftmals durch einen Externen sehr, sehr wichtig begleitet, weil er einfach ganz andere Fragestellungen und einen anderen Blickwinkel mit reinbringen kann. Und jetzt nehmen wir mal an, es findet sich in der Familie niemand, der da weitermachen will. Dann kommen ja andere Unternehmer ins Spiel. Wie bringen Sie die zusammen? Muss man sich das wie bei einer Maklerfirma vorstellen? Na, nicht ganz. Also das Wichtigste beim Thema Unternehmensverkauf, in dem wir uns dann bewegen, ist die Diskretion. Also es ist ein Bereich, wo sehr viel Verschwiegenheit sehr wichtig ist, weil man läuft schnell Gefahr, ein Unternehmen in Anführungsstrichen zu verbrennen, sage ich mal. Wenn man es zu oft anbietet, bei zu vielen anbietet, so dann werden auch die Stimmen lauter, da stimmt vielleicht was nicht, warum stimmt da was nicht und vor allem, was stimmt nicht. Es wird eher unattraktiver für potenzielle Käufer. Man geht bei dem Prozess der Unternehmensverkäufe sehr, sehr gezielt vor und vor allem mit sehr, sehr viel Vorbereitungsarbeit. Also man leistet viel Arbeit in der Datenaufarbeitung, in der Erstellung von Unterlagen wie einem einseitigen Informationsblatt, was noch anonym ist, aber dann auch beispielsweise ein Exposé, also eine kurze Zusammenfassung des Unternehmens, sobald wichtige Dokumente wie eine Verschwiegenheitserklärung oder eine Kaufabsichtserklärung unterzeichnet sind. Also es ist ein sehr komplexer Prozess, wo viele Unternehmer alleine, sage ich mal auch, in gewisser Weise überfordert sind, fairerweise, ist aber auch normal, denn ihr Expertise, ihr Hauptgeschäft liegt im operativen Geschäft der Firma und eben nicht im Thema Unternehmensverkäufe. Und dann ist es ja eine Frage des Preises. Ich kann mir durchaus vorstellen, so ein alteingesessener Unternehmer oder eine alteingesessene Unternehmerin, die sagt, das, was ich hier aufgebaut habe, das ist mein allergrößter Schatz, kann man eigentlich gar nicht bezahlen. Ja. Wie kommt man da preislich zusammen? Ja, das ist einer der größten Knackpunkte und Hemmnisse bei der Unternehmensnachfolge, muss man ganz klar sagen. Das eigene Unternehmen ist ein hochemotionales Thema, weil man natürlich über Jahre und Jahrzehnte Schweiß, Herzblut und viele, viele tausende Stunden quasi Arbeit reingesteckt hat, das Ganze so aufzubauen. Und wenn jetzt ein Externer kommt, und da wird es dann noch kritischer, weil der versucht natürlich das Unternehmen tendenziell schlecht zu reden, weil er einen niedrigeren Verkaufspreis erzielen möchte. Also es sind emotional sehr, sehr viele Eckpunkte, sag ich mal, die man beachten muss. Und wo man auch einen starken Mediator in der Mitte braucht, um zwischen den beiden Seiten zu vermitteln, dass man dann sich am Ende auch, wenn vielleicht auch ein bisschen zähneknirschend, aber die Hand geben kann und sagen, wir haben ein Geschäft, wir haben einen Deal und das Unternehmen kann trotzdem veräußert werden, dass beide Parteien irgendwo zufrieden sind. Und dann steckt, wie gesagt, ziemlich viel Herzblut darin. Helfen Sie auch den alteingesessenen Unternehmern, die dann abgeben müssen, helfen Sie denen auch loszulassen? Ja, das ist, sag ich mal, der Optimalfall, aber hängt natürlich sehr stark vom Unternehmer selbst ab. Also man kann als Externer versuchen, das Ganze zu beeinflussen durch viele Gespräche, durch Aufarbeitung, durch viel Offenheit und Transparenz.
die im Verkaufsprozess dann auch ganz, ganz wichtig ist, weil es bringt nichts, irgendwelche, sag mal, Dokumente, Verträge vielleicht nicht offenlegen zu wollen, weil am Ende des Tages will ein potenzieller Käufer jeden Vertrag, jede Zahl, jedes Blatt Papier im Unternehmen umdrehen. Und Offenheit und Transparenz sind da ganz, ganz wichtig. Und in einem Prozess, sage ich mal, des Unternehmensverkaufs, der 6, 12, vielleicht auch mal 18 Monate, gegebenenfalls sogar länger gehen kann, arbeitet man natürlich extrem eng mit den Unternehmen zusammen, mit den Unternehmern vor allem. Und ja, lernt auch viel über diese persönlichen Probleme. So, wo sind die Knackpunkte? Vielleicht will er es jetzt verkaufen, warum will er es nicht verkaufen? Ganz, ganz wichtige Fragestellung. Und das lernt man aber wirklich nur, wenn man klassisch mit den Leuten spricht, sich mit den Leuten auseinandersetzt und dann auch auf die Probleme und Sorgen quasi eingeht. Jetzt haben Sie ja eingangs des Gesprächs gesagt, Diskretion ist eigentlich das höchste Gut bei so einer Übergabe. Trotzdem, wenn ein Unternehmer, eine Unternehmerin in die Jahre kommt, dann merkt man das natürlich in der Belegschaft und das schürt einige Unruhe. Ja. Wie sieht da die Situation aus? Was können Sie da berichten? Ist es so, dass man in der Belegschaft sehr nervös ist in der Regel und wie kann man dem entgegnen? Also als Unternehmer hat man natürlich die Verantwortung für die Belegschaft, wie Sie richtig sagen, und auch für die Zukunft des Unternehmens. Hier ist ganz, ganz wichtig, und das zeigt die Erfahrung aus der Praxis ganz eindeutig, dass der Faktor Zeit absolut entscheidend ist. Es geht darum, frühzeitig und weitsichtig die Entscheidung zu planen. Wie will ich meine Unternehmensnachfolge managen? Wie will ich das Ganze angehen? Will ich einen externen Käufer oder tatsächlich die Lösung innerhalb der Familie oder einen potenziellen Mitarbeiter, der in die Geschäftsführung aufsteigt? Also da ist der Unternehmer, der Geschäftsführer im typischen Fall, gefragt, aktives Handeln zu übernehmen, um dann eben auch diese Problemstellung frühzeitig anzugehen. Und so kann man erfahrungsgemäße Unsicherheiten auch relativ gut vorbeugen, weil die Mitarbeiter, die Belegschaft schon ungefähr weiß, in welche Richtung es geht, auch wenn der Unternehmer selbst älter wird und er sich nach und nach vielleicht aus dem Tagesgeschäft rausziehen möchte. Und wie konkret sieht diese Kommunikation mit der Belegschaft dann aus? Ich sag mal, vieles muss man gar nicht so aussprechen, sondern so eine Belegschaft, sage ich mal, ein Mitarbeiterstamm ist dann irgendwo ein lebender Organismus. So, der spürt Unsicherheiten, der spürt, wenn die Luft dick ist. Der spürt aber auch, wenn Gelassenheit herrscht, wenn alle entspannt sind, wenn jeder weiß, wo es lang geht. Und am Ende des Tages einfach auch offen mit den Mitarbeitern sprechen, wenn es drauf ankommt. Vor allem mit der Führungsebene, mit der zweiten Management-Ebene, die in so einem Prozess auch eng quasi mit verbunden sein sollte, um diesen Prozess quasi zu gestalten, weil der Unternehmer selbst, dem fehlt einfach die Zeit. Auch der Tag des Unternehmers hat nur 24 Stunden logischerweise und er braucht die Unterstützung einmal intern quasi im Expertenkreis in seinem Unternehmen, aber oftmals auch eben von extern, weil da sehr, sehr viel Expertenwissen dann auch gefragt ist. Michael Pollitt war das Otter Consult Geschäftsführer dort und spezialisiert auf Unternehmensnachfolge. Danke für diese Einblicke in Ihr Geschäft.